So, da wären wir wieder. In der Zwischenzeit habe ich die Cycles, wie sie das so schön nennt, bei DOSBox ein wenig runtergeschraubt auf einen festen Wert von 4000. Das heißt, das Spiel müsste jetzt wesentlich langsamer laufen. Also wenn wir jetzt Ja klicken, müssten wir wirklich lesen können, was passiert. Also hier landet keine Kräuter. Geogon hält Wache, Tirik hält Wache, Gwilden hält Wache. Ja, rattert noch ein wenig schnell durch. Aber ich hatte es auf einen niedrigeren Wert versucht und dann war es wirklich zu langsam. Aber da waren auch die Ladebildschirme zu langsam. Also ich denke, der Wert müsste okay sein. So, wir sind jetzt aber wieder bei dem Fährmann und wir wollen auf die andere Seite. Der Fährmann begrüßt euch mürrisch. Wollt ihr rüber? Macht 6 Silbertaler pro Person. Also mal eben 36 Silbertaler. Wenn ihr wartet. Ansonsten 12 Silbertaler pro Person. Was mal eben schon 7 Dukaten wären. Wir warten. So viel Geld haben wir zurzeit doch nicht. Und ja, das sieht doch gleich viel besser aus von der Reisegeschwindigkeit her. Den kann ich wenigstens abbrechen drücken, wenn irgendwelche Elfen uns beschießen. Also wir würden jetzt gerne den guten Plan. Ich will in eine Stadt, wo keine Orks sind. Wo ich jetzt endlich mal ein paar Sachen einkaufen kann. Also Schlafsäcke zum Beispiel und Lederzeug für unsere Krieger und eventuell Anti-Krankheitselixiere, was unsere Geldbörse halt so hergibt. Das heißt, ich würde eigentlich gerne nach Norden, da oder dahin. Aber anscheinend können wir nur nach Westen. Wir wollen eine neue Strecke erkunden. So, und jetzt tuckern wir hier gemächlich, soweit es eben geht. Ja, doch, sehr zufrieden mit der Geschwindigkeit. Lagerplatz suchen. Und, Myrmani erste Reihe stellen. So. Keine Kräuter. Geogon hält Wache, Tirik hält Wache, Gwilden hält Wache. So. Und dann werden wir hier irgendwo einen Schwenker nach Nordost machen können, hoffentlich. Na? Nö, schaut nicht so aus. Ich will jetzt nicht im Westen den Kartenrand verlassen. Da kommt wieder bestimmt irgendwas ziemlich Unangenehmes. Na, schon wieder keine Tiere. Aber wir haben genug Proviant, das passt schon. Oh, 3 Gulmon-Blätter, das ist doch sehr schön. Gulmon können wir immer gebrauchen. Also einmal zum Krankheiten heilen und einmal, um uns vor dem Kampf zu stärken. Auch wenn wir selten dazu kommen, vor dem Kampf irgendwas zu machen. Sonst hatten wir es ja so, wir haben irgendein Dungeon betreten, haben dann alle unsere Kräuter gegessen und haben dann weitergemacht. Aber bisher haben wir doch keinen einzigen Dungeon hier gefunden. Ja, aber na gut. So, wir wollen... Routenplanung. Wir wollen nach Nordosten. Eine neue Strecke erkunden, richtig. Denn hier haben wir noch fast keine Wege eingezeichnet. Oh, da oben ist eine große Stadt. Da wollten wir ja eigentlich hin. Wir sind ja aus Versehen von hier aus, von da oben, ganz hier runtergefahren mit dem Floß. Auch zu einem total überteuerten Preis, aber... Weil ich halt nicht wusste, wo flussaufwärts ist. Flussaufwärts ist also anscheinend nach unten. So, wir wollen einen Lagerplatz suchen. Und wir wollen wie immer dasselbe machen. Und finden sogar mal was zu essen, das ist auch sehr schön. Und ein Würselkraut. Das wir ja jetzt nicht nur für das Zwischendurch heilen brauchen, sondern auch für die Heilkunde Wundenproben. Ihr deckt ein schönes Plätzchen und füllt eure Wasserflaschen auf. Na gut. Und jetzt sieht man auch, wozu die Fenster hier unten da sind. Also je nachdem, wie schnell sich das Pferd bewegt, so schnell ist halt unsere Reisegeschwindigkeit. Das heißt, wenn wir kein gutes Schuhwerk haben oder wenn es regnet oder dergleichen, dann wird das Pferd wahrscheinlich langsamer. So, wir würden gerne Routen planen. Das letzte Fitzelchen zu dem Dorf da oben. Und wieder ein Fährmann. Das wird ja richtig teuer langsam. Na gut. Wir wollen aber zu dem Dorf, also bezahlen wir entweder 6 Silbertaler pro Person oder wenn wir es sofort haben wollen, 24 Silbertaler pro Person. Das sind 12 Dukaten. Nee, wir warten. Da es schon spät ist, werden heute nicht mehr genug Gäste kommen und macht sich auf, nach Hause zu gehen. Nee, so lasse ich mich nicht erpressen. Wir schlagen jetzt hier ein Nachtlager auf. Warten, bis der morgen früh wiederkommt und gehen dann rüber. Geht ja gar nicht sowas.
Am frühen Morgen erscheint der Fährmann wieder und nach kurzer Überfahrt erreicht ihr die andere Seite. Ihr füllt noch schnell eure Wasserschläuche auf und macht euch dann wieder auf den Weg. Hilvala als Dorf zu bezeichnen wäre übertrieben. Außer der Fährstation und der Herberge hat der Ort nichts zu bieten. Schade. Herberge müssen wir nicht wirklich hin, so früh am Morgen. Wir können die Herberge zur Fährstation oder wie die anderen den Ort so schnell wie möglich verlassen. Ja, das probieren wir doch mal. Wir würden gerne nach Norden. Und von da aus würden wir gerne nach Westen. Und das reicht uns auch erstmal. Der Haken war nur irgendwo, ich glaube zwischen dem und dem Dorf sollten finstere Gesellen lauern. Davor wurden wir gewarnt und deswegen haben wir erst den Fährmann in Anspruch genommen. Also, mit ein paar finsteren Gesellen werden wir schon klarkommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, heute schaffen wir es wohl noch in das Dorf da. Das war doch ein Dorf, richtig? Ja, ihr erreicht Norhus, einen wichtigen Knotenpunkt im Sveltal. Wir wollen unsere Reise zu Fuß fortsetzen. Und dabei jetzt nicht im Dunkeln marschieren, denn wenn hier dunkle Gesellen sind, sollten wir das nicht nachts hinter uns bringen, den Weg. Wir suchen uns einen Lagerplatz. Achten diesmal bei der Wache ganz besonders darauf, dass hier niemand anschleicht. Fünf Tanier, so, Girogon, Tirik, Gwendolyn. Oh, nee, nichts passiert. Stopp, Reiseoption. Wir würden gerne einen Eilmarsch einlegen, damit wir es noch vor dem Einbruch der Nacht zu dem Dorf schaffen. Und das Pferd läuft schneller. Sehr schön. Ihr habt eine Stadt erreicht. Wollt ihr sie betreten? Ja. So, Tjolmar ist das nette Städtchen. Dann schauen wir uns hier doch mal ein wenig um. In der Hoffnung, dass es einen Marktplatz gibt und vielleicht noch ein, zwei Händler extra. So, das scheint eine Taverne zu sein. Schon mal gut für später. Ha, schon wieder so eine komische kleine Insel im Dorf. Genau wie bei dem Anfangsgebiet. Da kommen wir aber nicht durch. Okay. Hinten ist ein Gitter. Was haben wir hier? Ein Tempel wahrscheinlich. Vor euch steht ein kleiner Junge in abgerissener Kleidung, der euch mit großen Augen anschaut. Bitte, wollt ihr dem Kind etwas geben? Ja. 10 Silberstücke. Na gut. Schnell steckt der Kleine die Münzen ein und rennt um die nächste Ecke. Hat nicht mal Danke gesagt. Der macht das wohl professionell. Ist hinter der Ecke jemand? Nee. Okay. Das ist doch Bengram, einer der Verräter. Ertönt plötzlich eine Stimme hinter euch. Inmitten einer Gruppe zwielichtiger Gestalten steht ein hässlicher, alter Mann und deutet mit dem Finger auf Tirik. Einige Passanten, die den Zwischenfall mitbekommen, starren euch feindselig an. Tirik, heißt du zufällig Bengram? Tirik schaut sich erstaunt um, zuckt dann mit den Schultern und dreht sich weiter. Während die Menge noch unentschlossen ist, der Alte immer noch mit ausgestrecktem Arm dasteht und Tirik ruhig weitergeht, dreht ihr euch um und folgt betont ruhig eurem Gefährten. Kaum seid ihr um die nächste Ecke gebogen, stürmt ihr wie auf Kommando los. Okay. Sehr unfreundliches Klima hier in fast jeder Stadt. Da war gerade, glaube ich, ein Krämer. Da verstecken wir uns doch mal. Hallo. Erstmal wollen wir mit dir sprechen. Was mit dieser Person da auf sich hat. Guten Tag, wie geht es euch so? Ich bin in Eile, also was gibt es? Ah, die will nicht mehr mit uns reden. Ist ja auch sehr schön. Wir hätten gerne... keine Wasserschläuche. Nein, wir hätten gerne Schlafsäcke. Stiefel sollten wir auch nochmal nachgucken, ob da jemandem was fehlt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 Dukaten. Autsch. Na gut, aber die brauchen wir auf jeden Fall. Wie schaut das mit Stiefeln jetzt aus? Du hast nichts kaputt gegangen.
Nee, ich hoffe, die melden sich da auch, wenn sowas passieren sollte. Also die 6 Decken. Und Gwendolyn bitte. 24%. Apropos Gwendolyn, du kannst gleich mal nach vorne. So. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Ja, Säbel. Aber die werden wir hier nicht loswerden. So. Die Schlafsäcke ersetzen jetzt mal die Decken. Und die Decken verkaufen wir dann. Ich denke nicht, dass wir beides brauchen. Das wäre ein wenig komisch. So, die noch. Oh, einer fehlt irgendwo. Wo hat sich der letzte Schlafsack versteckt? Da. Zurück. Wir würden gerne verkaufen. Und zwar Gwendolyn. Hatte nie eine Decke. Ist ja auch sehr nett. So, du einen. Ah ne, die haben sich alle bei einem gesammelt. Stimmt, so war das. 6 Stück für 6 Silberlinge. Ja, da haben wir einen Silberling extra bekommen. Ist ja auch sehr schön. So, ah, da fällt mir noch ein. Wir müssen einmal ganz kurz. Zack, zack. So rumtauschen war das, glaube ich. Und raus hier. So. Hat Dirk irgendwo auf der Karte einen Waffenhändler eingezeichnet? Ich hoffe einfach mal, dass jetzt alle Händler so ein blaues Dach haben. Das da könnte einer sein. Schmieden. So wie noch. Halrima, Tochter der Jorma. Jetzt die Frage, ob das wirklich so ein Schmied ist wie aus Schicksalsklinge, wo man nur was reparieren kann oder ob man was kaufen kann. Aber das gucken wir einfach gleich nach. Das Symbol auf der Karte sieht auf jeden Fall schon mal anders aus. Was haben wir noch hier? Wir haben einen Ingrim-Tempel und einen Firon-Tempel. Nur leider haben wir nicht wirklich genug Dukaten, um spenden zu gehen. So, hier war der Gemischtwarenhändler und im Südosten müsste die Schmiedin gewesen sein. Nö, nicht im Südosten. Nee. Okay, westlich von hier und dann irgendwann nach Norden abbiegen. Westlich, darum. Und dann da kommt Rauch aus dem Schornstein. Das sieht doch gut aus. Nämlich hier. Richtig schönes Steinhaus. Vor euch spritzen die Leute zur Seite, als ein bärtiger, breitschultriger Reiter in halsbrecherischem Galopp die Straße herunterprescht. Vor euch zügelt er sein Pferd und springt ab. Noch bevor es richtig zum Stehen gekommen ist. Dann holt er aus und verpasst Tirik eine schallende Ohrfeige. Noch bevor ihr irgendetwas sagen könnt, steigt er wieder auf sein Tier, reißt es herum und verschwindet so schnell, wie er gekommen ist. Die Leute um euch herum sehen ähnlich dumm aus der Wäsche wie ihr. Bis auf einen alten Mann in einer fleckigen Schürze. Zu viel Schwefel, sagt er, schüttelt den Kopf. Zu viel Schwefel. Sehr kurios, diese Stadt. Vor allem, warum immer Dirk? So, hier können wir anscheinend wirklich nur reparieren. Aber vielleicht ist sie ja ein wenig freundlicher. Wir hätten da ein paar Fragen zu dieser Stadt. Und ja, das sieht gut aus. Schon wieder große. Ob ich auch noch einmal für Leute arbeiten werde? Die sind alle rassistisch, auf die eine Art oder andere. Na gut, hast du etwas über diesen komischen Gesellen? Nee. Wie hieß er noch? Irgendwas mit TH. Na gut, dann fragen wir doch mal über Zwerge. Dieses ganze Gerede von den Tjolmarer Verrätern ist doch Blödsinn. Nie und nimmer hätten Zwerge so unser Volk verraten. Ja, Tjolmarer Verräter, hast du darüber irgendwelche weiteren Informationen? Was weißt du denn über diese Stadt? Bis vor kurzem lebten noch fast 50 Zwerge in Tjolmar. Zurzeit sind es nur etwa 10. 40 Zwerge sind weg? Also wahrscheinlich ausgezogen. Ihr könnt wohl nie ein Ende finden. Aber ich. 2 Gesprächsoptionen. Nicht gerade viel. Aber gut, besser als nichts. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass Zwerge hier wohl entweder irgendetwas angestellt haben oder für irgendetwas verfolgt werden. Was immer noch ziemlich vage ist. Aber gut. Gucken wir uns da nochmal um. Händler Roglom, Sohn des Radisch. Oh, das ist ein anderer Händler.
Ah, die Karte ruckelt immer zu viel auf einmal. So. Also hier war die Händlerin und da haben wir einen Händler. Da gucken wir noch mal kurz hin. Also Nord, Nordost. Da so. Das ist ein Tempel. Bist du ein Händler? Nein. Ihr Streuner packt Travia über euch vergeben. Wir wollten einfach nur raus. So richtig klappt das mit der Karte noch nicht. Also, Südwest von hier. Da. Ah, ist auch ein Krämer. Dafür ist der höflicher. Hallo. Seid gegrüßt. Mal sehen, ob ich euch behilflich sein kann. Wir hätten gerne Informationen über Tjolmar. Bis vor kurzem lebten hier noch fast 50 Zwerge. Ja, was ist mit den Zwergen? Habt ihr auch noch andere Interessen? Dann sag uns doch was über den Handel hier in der Region. Während ich hier um meine Existenz kämpfe, läuft der Handel in Torwal hervorragend. Nun denn, es war wirklich nett, sich mit euch zu unterhalten. Ich will jetzt echt versuchen, hier Taschendiebstahl zu versuchen, weil alle so unhöflich sind. Und wir könnten die Dukaten gebrauchen. Na komm, Gwendolyn versucht mal ihr Glück. Taschendieb. Haha, unbemerkt wandern 8 Dukaten, 7 Silberlinge in die Taschen von Gwendolyn. Raus hier. Er hat es auf jeden Fall verdient. Oh, und es wird dunkel. Obwohl, er war noch einer der Netteren, er hat wenigstens mit uns gesprochen. Aber trotzdem. Wir brauchen eine Herberge. Hier ist eine Herberge warme Stube, das klingt doch gut. Also so leicht westlich und dann runter. Westlich, also irgendwo hier. Das vielleicht. Ja, sehr schön, das sieht gut aus. Die warme Stube, hallo. Betten, Essen, Ruhe. Was mehr wollt ihr von einer Herberge? Und all dies bekommt ihr hier zu Sonderpreisen. Habt ihr noch was über Tjolmar? Im Roten Lotus kann man nicht nur etwas trinken. Dort werden auch noch andere Amüsements angeboten. Ah, okay. Wisst ihr etwas über die Zwerge hier aus dem Dorf? Im Norden gibt es mehr Zwerge, als die meisten vermuten. Früher gab es im Tasch und im Finsterkamm mehrere Minen, aber die Erzvorräte dort sind erschöpft und so haben sich viele Zwerge in den Städten am Svelte niedergelassen. Interessant, aber ich hätte gerne was über die 40 Zwerge, die vermisst werden, gewusst. Oder die ausgewandert sind. Irgendetwas über das Svelttal allgemein. Da muss ich leider passen. Über Orks? Fragt den anderen nach. Oh, aber er ist wenigstens sehr höflich. Lässt uns ihn ganz schön ausfragen. Dann fragen wir mal nach den Elfen? Spitzohren, die können meinetwegen dahin gehen, wo sie hergekommen sind. Ja, okay. Kein Gespräch wäre nicht zu Ende, wenn ich wenigstens einer irgendeinen rassistischen Kommentar dagelassen hätte. Na gut. Oh, verflucht, vergebt mir, aber ich habe das Dach vergessen. Ich muss, sonst reißen die mir den Kopf ab. Okay. Dann hätten wir gerne ein Zimmer, und zwar ein Einzelzimmer. Es sind nur 3 Silberlinge pro Tag, das passt schon. Ein Tag. Und schlafen, ja. So. Jetzt gucken wir nochmal die Karte. Denn wir sind bestimmt noch nicht ganz durch. Ja, hier ist noch ein gutes Stück, was wir erforschen müssen. Hier war das Wasser, da kamen wir nicht weiter. Und hier oben vielleicht noch. Machen wir erstmal kurz da oben. Also wir gehen nach Norden. Bis zur Stadtgrenze. Und dann schwenken wir einmal nach Osten, einmal nach Westen. So, da ist der Tempel. Den haben wir schon auf der Karte. Hier ist schon Ende. Nö, da war schon mal nix. Nanü. Ah, das ist ein Heiler. Irion. Oder so das Preios-Zeichen. Na gut. So, da war die Herberge. Jetzt war... Klick. Ah, gut. Der ganze Osten der Stadt fehlt auch noch. Muss doch hier irgendwo einen Waffenhändler geben.
Ich fühle mich echt an die Torvaler Region erinnert, wo man auch durch zig Dörfer wandern musste, bis man endlich mal einen Waffenschmied gefunden hat. Also einen der Waffen verkauft hat und nicht repariert. Eine alte Frau. Euch kommt eine alte Frau entgegen, die mit einem Stock den Weg ertastet und sich nur sehr langsam vorwärts bewegt. Ah, die kann wieder sehen. Ja, das kennen wir ja schon. Und diesmal wurde Tirik angerempelt. Die Frau konnte wieder sehen, ist weggelaufen. Es gab ja schon den Verdacht, dass es eine Taschendiebin wäre. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Aber ja, können wir auch nicht wirklich was gegen machen. Also irgendein Gebäude, wo Rauch aufsteigt. Ah, doch hier. Was haben wir hier? Das war die Zwergenschmiedin, richtig? Ja. Oh, da hinten ist noch was. Kräuterhändler, Ugdalf, so wie noch. Da gehen wir doch mal hin. Da ist die Taverne Roter Lotus. Da wollte ich auch noch mal reinschauen. Weil in solchen Etablissements ist die Gerüchteküche meistens recht aktiv. Also gehen wir jetzt erstmal nach Osten, darum. Ein kleines Mädchen drückt uns ein Silbertal in die Hand. Da, bitteschön. Ja. Langsam fangen die Zufallsereignisse schon an, sich zu wiederholen. Das heißt, eventuell gibt es davon nicht so viele, was doch ein wenig schade wäre. Das hier wird wohl der Kräuterhändler sein. Ugdalf, oh, so siehst du auch aus. Hallo. Schweigen ist Silber, reden ist Gold. Huldigen wir dem Edelerze. Das ist doch sehr schön. Wir haben jede Menge Fragen zu den Zwergen hier in der Stadt. Dazu kann ich nichts sagen. Zu Tjolmar? Beim Kommen der Orks wurde der Bogen überspannt. Es soll dabei um ein uraltes Artefakt aus Umrazim gegangen sein. Ha. Okay. Krankheiten. Wie wir bekämpfen am besten mit Belmart. Sehr schön. Die Orks? Ja, was soll ich dazu sagen? Also wir haben uns wohl in zwei Dingen getäuscht. Die Orks sind nicht dumm und es gibt mehr als erwartet. Okay. Elfen? Naja, das war's dann. Na gut, wir wollen mal gucken nach einem gewissen Anti-Krankheitselixier. Zaubertrank, Heiltrank, Krötenschemelgift, nee. Super Heiltrank, starker Heiltrank. 50 Dukaten. Oh. Hier sind die ganzen Attributstränke. Nee. Hier gibt es diesen Trank schon mal nicht. Das heißt, wenn wir krank werden sollten, müssen wir halt die Wunderkuren von Tirik benutzen. Vielleicht ist auch das damit gemeint, das weiß ich ja nicht. Müssen wir mal schauen. Zaubertrank und starker Zaubertrank. Ich hätte gerne starke Zaubertränke. 3 Stück könnten wir uns auch leisten. Sie hat nur normale, richtig? Ja. Ja, hilft nichts. Man muss Geld ausgeben, um Geld zu machen. 1, 2, 3. Gwendolyn, komm schon. Konnte keinen Rabatt erfalschen. Teuer. Na gut, dann schieben wir noch ganz kurz die Tränke zu Zalana, wo auch immer sie angekommen sind. Ein starker Zaubertrank bei Jalle, das ist doch okay. Der kommt bitte schön zu ihr. Sie hat 2 normale, da fehlt noch einer. Ah, da. Den. Gib den mal Mürrem. Ah, verklickt. Gib den mal Mürrem. Damit jede Elfe auch mindestens einen starken Zaubertrank hat. Und den kannst du dann dafür Talana geben. So, zurück. Abspeichern. Ja, den ruhig überschreiben. Richtig. So, und wir sehen uns gleich wieder auf der Suche nach dem Schmied endlich. Also bis denn.